So, wir sind zurück. Wir warten auf einen Angriff. Nebenbei bauen wir natürlich schön weiter. Das geht auch einigermaßen. Waren unten auch noch ein bisschen hier beschäftigt mit Deko und solchen Sachen. Und haben festgestellt, dass ich den Platz für die Sarkophage noch nicht wirklich eingeplant habe. Und mir nicht ganz sicher bin, wo ich die hinmache. Was ich mir vielleicht auch vorstellen könnte, dass wir die gar nicht offen zur Schau stellen, wenn die irgendwie eingebettet werden. Könnte mir das hier hinten recht gut vorstellen, weil ich hier ja noch nichts eingeplant habe. Wenn wir da sagen, Slot. Links. Zwei weg von der Wand. Zwei, eins. Zwei weg. Das wäre genau symmetrisch. Ich muss mal was ausprobieren. Auch cool wäre so eine 100-Säulen-Krypta. Wenn ich einfach nur einen Raum unten drunter mache mit 100 Säulen. Also nicht hunderte, das geht natürlich schlecht, aber so. Boah, jetzt spucken mir gerade voll die Idee in den Kopf rum. Das ist ja schrecklich. Ich kann aber gar nicht tiefer. Ich bin schon ganz unten. Scheiße. Ach, solche verrückten Ideen. Oder ich mache das dahinter. Ich könnte doch dahinter. Ja, warte mal, dann lass mal das jetzt. Lass das mal stehen, Roderick. Andere verrückte Idee. Ist das verrückt, was ich da gerade plane? Noch ganz schön viel abbauen. Doch, ich will das machen. Aber wir müssen erst jetzt hier fertig bauen. Wird alles. Es wird schon. Diese verrückten Ideen. Ich arbeite hier gar nicht mit Stühlen oben auf der Empore. Es wird halt passen. Hier hast du dann diese Begräbniszeremonie und dann wird das Sarkophag quasi hintergetragen in die Säulenkrypta und dann. Ja, doch, da brauchen wir was Schönes. So, noch nicht genau wie. Muss ich mir noch überlegen. Da muss ich mir erst einen Plan zeichnen, glaube ich. Sonst. Das ist jetzt verrückt, aber ich denke gerade an Herr der Ringe in Moria. Durch dieses Säulensaal laufen und dann das Balrogfeuer hinten sehen. So groß kann ich es natürlich nicht bauen. Und ich muss die Gräber noch unterkriegen. Gott, verrückt. Oh, Moria bauen wir auch so cool mit so einer riesigen Brücke über eine unterirdische Schlucht. Mit der Idee. Oh. Konzentrieren wir mal uns auf das Realistische. Mach hier nur schon mal ein Eckchen rein, damit ich weiß, ich wollte da weiter, bevor ich das noch vergesse.
hier quasi den Abgang. Da müssten wir eigentlich jetzt auch noch die Zinnen hinsetzen. Ist auch noch nicht mal Boden, wie es aussieht. So. Ach, da habe ich diese Dinger hingesetzt. Ja, gut. Die nehmen wir jetzt mal weg, so lang. Das da müssen wir auch noch komplett neu gestalten. Mit schönen Treppen und sowas. Und dann die Stelle hier. Aber jetzt forschen. Ich muss mich halt an den Durchgang hier orientieren. Wir müssen wieder Quecksteinblöcke machen. Soll ich euch schon mal umziehen? Sollen wir schon mal hier uns aufstarten? Ja, das schaffen wir, wenn es losgeht. Was hast du für produzieren? Ja, okay. Kannst du machen. Bist aber eigentlich müde. Soll ich erstmal ins Bett gehen? Mal Chilian. Chilian ist auch müde. Oh, die greifen nachts an. Nachts angreifen ist natürlich richtig fies. Ah. Hey, die DevTools sind ja aktiv. Water, water, water. Wo ist das Water? Das nutzen wir natürlich alles nicht, ist ja logisch. Ich wollte nur gucken, ob ich jetzt Wasser hinzufügen kann. Toggle Water. Okay, damit muss ich mich mal beschäftigen. Ich hätte gerne einen Fluss und einen Teich. Ah, Leute, da würde ich jetzt ehrlich gesagt an eurer Stelle nicht mehr unbedingt hin. Ich lasse mal, glaube ich, schon mal equippen. Auch wenn ihr alle hundemüde seid. Edith da. Und nicht mal wieder neu gemacht. Setzen. Oh, Wölfe. Ach, hier sind Wölfe reingerannt, deshalb. Fleisch. Die Fleisch. Hab ich euch nicht gesagt, ihr sollt hochkommen? Ihr kriegt nämlich in 2 Stunden Besuch. Könnt ihr euch schon mal ausrüsten. Ein Huhn ist gestorben. Oh nein, nein. Teilweise sind die gar nicht mehr so prickelnd hier. Ich glaube, ich muss sie echt vorher gut machen von den Trefferpunkten her.
Wie hat das Katapult letztes Mal etwa unsere Truppe zerstört? Oh, jo. Auch okay. Muss da noch ein bisschen reparieren. So, ihr dürft euch auch schon mal ausstatten. Es geht nämlich gleich ab. Mal. Loslaufen bitte, ja? So, eingezogen. Estrid Gärtner noch ein bisschen. Die packen wir auch. Eingezogen. Bereich Essen zu. Irgendwo hingesprungen. Zwei schläft noch. Oh. Um ein paar. Ich habe auch hart umgestellt, ne? Man merkt. Ich hätte es vielleicht lassen sollen, weil wir uns ja eigentlich nicht aufs Kämpfen konzentrieren wollten, sondern aufs Bauen. So clever von der Idee her. Gebe ich zu. Aber wir werden das jetzt schon überleben. Steht schon viele Gegner jetzt. Die kommen hauptsächlich hier, werden aber auch ein paar an andere Stellen wahrscheinlich rennen. Ist ja meistens so. Dicken da. Auf jeden Fall hat direkt deutlich mehr Gegner. Schon los. Mach doch zu langsam. Sag mal, du bist ein Nahkämpfer. Bist auch ein Nahkämpfer. Das heißt, du kriegst auch ein richtig gutes. Hast noch gar mal kurz kontrollieren. Sind es viele Leute? Ist das kein. Jetzt auch hier schneller. Na komm. Aber den Kampf ist überhaupt schon. Zu Ende. Weit.
Rüstung sind nicht mehr so der Knaller. Rüstungen sind auch gar nicht so wichtig, weil wir ja gar keine Bogenschützen dabei, Freunde. Also gar niemand. Sie ja eigentlich auch echt alles schenken. Ding her. Und euch müssen wir mitziehen, hätte ich gesagt. Alle hier angreifen jetzt. Der Haupteingang möchte. Gott, komm rum. Doch, sie kommen. So, ihr müsst euch bitte auch ein bisschen besser positionieren. Kamera, verlass mich jetzt nicht. Nicht so spinnen, bitte. Mit denen packe ich mir jetzt immer die, die gerade die Tür angreifen. Keiner mit einer großen Ramme, oder? Der hier ist relativ groß. Hat den schon mal raus. Ihr geht hoch, oder? Ihr habt vor, hoch zu gehen. Okay. Ist ein bisschen weg. Bei euch läuft's, hätte ich gesagt. Kamera, reg mich jetzt nicht auf, bitte. Müsst den hier wegmachen. Komm, 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 komm. Sehr gut. Sie kommt zu Oswald. Weil sie keine Lust zu schießen, kann das sein? Oder manuell, das geht auf jeden Fall immer deutlich besser. Das muss ja mal weg. Auch. Okay, die greifen aber alle nicht die Tür an. Wie sieht's denn hier unten aus? Greift auch noch gar niemand die Tür an. Warum nicht? Was ist denn diesmal los? Die rennen da einfach nur wahllos durch die Gegend. Jetzt stelle ich schon auf schwer um. Hab hier Panik. Ja, gut, also easy, Leute. Also dann könnte man theoretisch auch erstmal auf hart lassen, aber es dauert halt länger. Wenn wir uns aufs Bauen konzentrieren wollen, ist es eigentlich Quatsch. So recht. Metzel, so, wir verhungern gerade. Kurz was essen. Okay. Die Meryl hat am meisten Schaden verursacht. Das ist nicht schön. Hast du gut gemacht.
Ihr dürft wieder ablegen, damit ihr wieder schnell lauft. Aber das kann ich jetzt alles offline machen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.